Leute, da bin ich schon wieder, Uwe. Unschwer zu erkennen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid alle bester Laune. Obwohl, wenn ich so rausgucke, also irgendwie das Wetter, das schafft es an in letzter Zeit wirklich, egal was man irgendwie vorhat, so draußen halt in irgendeiner Form ja irgendwie kaputt zu machen. Also was da so an Wasser runterkommt, und jetzt hat man ja auch gehört, im Süden Deutschlands unwahrscheinlich viel Hagel, der runtergekommen ist, und natürlich die Gullis alle verstopft und so weiter. Ja, man ist das für eine verrückte Welt geworden. Absoluter Wahnsinn. Ja, naja, gut, wir hoffen, dass irgendwie alles wenigstens vielleicht noch gegen Spätsommer, Herbst vielleicht noch ein paar richtig schöne Tage kommen, wo man noch ein bisschen Motorradtouren machen kann, draußen Fahrrad fahren kann, Mountainbiken, draußen campen, wandern, all solche Dinge halt machen, die man bei einigermaßen gutem Wetter halt machen kann. Naja, dann hoffen wir mal, ihr Messerbegeisterten und Outdoor-Enthusiasten. Ja, gehöre ich auch zu. Wollte auch wieder eine kleine Wanderung gemacht, muss mal wieder ein bisschen die Beine vertreten. Vormittag hat es nicht geregnet und hat es auch nicht geregnet, und dann musste ich halt mal, oder es sollte nicht regnen und hat auch nicht geregnet, habe ich mir ein bisschen die Beine vertreten. Muss ja auch mal sein. Okay, ja, da habe ich euch was mitgebracht. Ich habe euch da was mitgebracht. Früher Sandmännchen, glaube ich, war das, ne? Naja, schon mal her. Und zwar von der Firma Cuteman. Cuteman, spanischer Hersteller. So, dieses Messer ist das Cuteman Pandora. Kurz zum Wort Pandora. Das ist nicht einfach irgendwie so ein Wort, wo man sagt, ja, oh Gott, das ist die Büchse der Pandora. Aber Pandora, nur so ganz kurze Exkursion in die Geschichte. Pandora ist also aus der griechischen Sage heraus, weil der Prometheus dem Zeus das Feuer geklaut hat. Also da gab es schon damals so, solche Fäden. Und soweit ich weiß, war, glaube ich, Prometheus war ein Halbgott und der lebte auf der Erde. Und daraufhin wollte sie natürlich Zeus rächen und hat in Auftrag gegeben, eine wunderschöne Frau, die wurde mit allem ausstaffiert, was damals eine Frau und Schönheit ausmachte. Aphrodite hatte auch noch was beigesteuert. Also jeder hat da ein bisschen was zugepackt, um die wirklich so schön zu machen und so graziös zu machen, dass man da eigentlich gar nicht widerstehen konnte. Und die hat dann auch diese Büchse bekommen, diese Büchse der Pandora. Pandora ist aber eigentlich die Frau gewesen. Deswegen ist es die Büchse der Pandora. So, und ja, dann ist sie halt auf die Erde geschickt worden. Die hat sich verliebt, die wurde geheiratet und ist jetzt so die Kurzform halt. Und daraufhin ist auch die Büchse aufgemacht worden. Und in dieser Büchse, da hatte Zeus alles Schlechte dieser Welt, aber auch Hoffnung reingetan, ganz unten. Und dieses, ja gut, alles Schlechte dieser Welt, laut Sage ist es so, dass die Welt vorher nichts kannte, kein Tod, kein Kriege, kein sonst irgendwas. Und erst als die Frau ja geheiratet wurde, diese Büchse aufgemacht wurde, da ist dann halt eben halt alles Schlechte für diese Welt, alles aus der Büchse rausgeflogen, und ab da gab es eben Krieg, Neid und Tod. Und dann gibt es einen Teil der Sage, oder ich sag mal eine Interpretation der Sage, sagt, ja, die Hoffnung ist drin geblieben. Danach wurde später ja auch noch viele von vielen Abenteuern mal gesucht, diese Büchse der Pandora. Gibt es ja auch einige ganz gute Filme drüber. Aber andere sagen eben halt, die Hoffnung ist auch mit rausgekommen. Und dementsprechend gab es halt Krieg und Tod und Leid, aber es gab auch die Hoffnung. Deswegen kannten die Menschen auch die Hoffnung. Das ist so eine ganz kurze kleine Exkursion aus der griechischen Sage. Wer mag, kann sich da mal ein bisschen einlesen. Ist also wirklich spannend, was es da so alles gab früher, und die ganzen Aufgaben der Götter. Und also ich finde das schon wirklich sau interessant. Also hat mir das irgendwie angetan, dieses Messer Pandora. Ich möchte euch ja gar nicht länger auf die Folter spannen. Messer habe ich gekauft bei und bekommen von Söldnermesser. Gibt es allerdings auch noch einige andere, die dieses Messer haben. Ich zeige es euch. Es ist ein Klappmesser mit Backlock. Ich habe es genommen, es gab jetzt noch Olive und Walnuss. Ich habe es in Walnuss genommen, in etwas dunkler. Das fand ich irgendwie schöner alt. Und wie gesagt, gibt es auch halt in einem helleren Holz, dann in Olive. Hier sind rote Liner, Kunststoffliner mit eingebaut. Wir haben hier ein Klappmesser von insgesamt einer Klingenlänge von 9,5 cm. Also vollkommen in Ordnung. Wir haben hier eine Zweihandöffnung, also ist das Gerät hier auch Paragraph 42a konform. Da steht Pandora. Oben auf dem Klingenrücken ist ein
gutes Jimping, das merkt man zwar, dass da was rau ist, ja, aber es ist nicht so, dass das irgendwie wehtut. Also da kann man schon drüber reiben und man hat immer noch die Haut am Finger. Also, wie gesagt, dieses Messer ist ein wirklich richtiges Arbeitsmesser, muss man sagen. Arbeitsmesser, aber trotzdem irgendwo eine Schönheit. Das würde sich in der Vitrine genauso gut machen wie in der Tasche. Arbeiten draußen am Feld oder sonst irgendwo. Weil durch die Formgebung des Griffes und auch den Fingerguard vorne als Abrutschschutz, da kann überhaupt nichts passieren. Das Messer liegt wirklich super, muss ich echt sagen. Abgerundet hier. Das Messer liegt wirklich super in der Hand. Wir haben hier eine Gesamtlänge von 200 und Moment, ich muss mal eben gucken, von 215 eine Gesamtlänge. Das heißt also 11, Unfallen auf den Griff. Und wenn man sieht, ich habe es hier gut im Fingerguard, es guckt hinten noch ein bisschen raus, optimal. Also das Messer liegt wirklich gut in der Hand. Und schwer ist es auch nicht. Ich habe hier natürlich auch die Platinen selber sind halt auch aus Edelstahl. Insgesamt ist das Messer super, super schneidfreudig. Ein Stahl, den 690er, der jetzt nun mal auch vielfach verwendet wird, zum Beispiel von Jas. Der Reini nutzt es aber auch, das 690er. Das hat sich wohl wirklich als, ja, ich sag mal wirklich als guter, das ist kein High-End-Stahl, aber das ist ein guter, gut zu bearbeitender, noch nachschärfbar, also gut nachschärfbar, nicht nur zu Hause an Maschinen, sondern auch mal unterwegs. Ein guter Stahl, der ist hier in der Version hier auf die Härte von 60 bis 61 Rockwell bringt. Das ist schon wirklich ein super, ja, das ist ein super oder verspricht eine sehr gute Schnitthaltigkeit. Wir werden das Messer gleich testen, so wie es ist. Ich habe es noch nicht benutzt. Das ist noch das originale Öl hier dran. Und ja, da werden wir halt testen, das Messer, ganz klar. Wir haben hier eine Rückenstärke hier von 2,7 mm, allerdings nur hier. Und wenn man sieht, läuft die Klinge, also die Stärke zur Spitze hin, ist stetig verjüngt. Na, mal Hand hinterhalten, vielleicht sieht man das dann gut, hoffe ich mal. Insgesamt ausgebildet und geschliffen im Flachschliff. Und wir haben hier der Flachschliff, also von diesen 2,7 bis dann natürlich verjüngt 2,5, 2,4 runtergezogen, der Flachschliff im Winkel von 5 Grad. Und das ist schon super. Dann haben wir hier eine Schneid, die Warte unten von 0,37 und den Schneidwinkel von oder Schneidenwinkel von 32 Grad. Das sind natürlich also 32 Grad und dann die 0,37 an Warte und kompletter Flachschliff bis oben reingezogen. Also ich denke, das wird schon schneiden, ohne dass man überhaupt schneiden will, sag ich mal so. Ne? Also das ist wirklich ein schönes, aber trotzdem noch stabiles ja, Arbeitsmesser. Kann ich für die Küche nehmen, für draußen als Backup-Messer oder wie auch immer. Das ist relativ leicht. Das Walnussholz wiegt wohl nicht allzu viel. Und trotz alledem ist es aber stabil. Ich habe hier eine relativ große, also es ist keine Lager drin. Das haben die Messer, glaube ich, alle nicht. Die haben keine Kugellager drin, so keramische, irgendwelche kleinen Schnuddelsdinger, sondern das sind wirklich Messingstifte drin. Und das ist eigentlich, das ist natürlich nicht so ganz leicht aufmachbar. Brauche ich eh nicht, ich sehe ein Zweihandmesser, da brauche ich kein Flippern irgendwie so. Aber die sind super stabil. Also so eine Verzapfung hier vorne, beziehungsweise das Lager wirklich in Stahl oder in Messing oder was auch immer, alle Legierungen dazwischen, die sind wesentlich stabiler als Messer, die dann eine dünne Achse haben und dann keramische Lager. Und die haben auch den großen Vorteil, solche Messer, die sind natürlich einfacher, günstiger herzustellen, dementsprechend auch der Preis, komme ich gleich nochmal zu. Aber die Messer sind auch eigentlich gar nicht empfindlich gegen Dreck. Also wenn ich hier eine Schippe Sand reinhau oder Dreck und Staub und was man so in der Tasche hat an Flusen oder keine Ahnung was noch alles oder Reste von irgendwelchen, ich sag mal so, Nahrungsmitteln oder vom Jäger irgendwelche Reste, das spielt im Prinzip gar keine große Rolle. Das wird vielleicht schwerer aufgehen, aber das kann ich locker wieder sauber kriegen. Das heißt also, da ist kein Platz für Dreck. Bei irgendwelchen Kugellagern dann auch noch so keramische Dinger, das sind zwar super schöne, leicht laufende Klingen,
die auch schön satt und fett einrasten und verriegeln. Aber trotz alledem ist es natürlich nicht, ich sag mal so, in puncto Dreck und Service und Wartungsfreundlichkeit ist das nicht das Ideale. Idealer ist da natürlich für ein Arbeitsmesser das hier, normal nur die Lagerung, nur auf den Pin, ohne Lager, also ohne Kugellager, ohne alles. Ja, also 96er Edelstahl finde ich super. Da haben die Jungs in Albacete, die haben da mal wieder was Schönes gebaut, muss ich sagen. Der Preis ist, wenn ich mir das Messer jetzt so, also so wie ich es gekauft habe, hier in Walnuss, habe ich bezahlt bei dem Söldnermesser 59,95 Euro. Dann gibt es das nochmal in der Variante, also habe ich ja schon erwähnt, in Olive und Walnuss, aber nochmal in der Variante mit so einem Lederetui dabei. Als Gürtel Lederetui. Und das ist schön gemacht, aus richtig schönen, dicken Leder. Und da kann ich also dann insgesamt, je nach dem, wo ich es kaufe, bis 80 Euro ausgeben. Und ich habe, ich gucke mal eben hier, also Waldhandwerk, da bekomme ich das mit Scheide, also mit diesem Lederetui dabei, für 80 Euro in Walnuss. Und bei Tienda Medieval, oder Medieval, da komme ich das für insgesamt 61 Euro mit Etui. Also da lohnt es sich auf jeden Fall mal zu gucken. Ich habe die von Söldner eigentlich immer relativ gut, die liefern erst rein, dann ist alles durchschaubar, die ganze Geschichte. Wenn es da ist, dann ist es auch wirklich da und dann ist das also auf Lager und dann ist das in ein oder zwei Tagen wirklich da. Also da kann man wirklich nicht sagen. Ja, die Firma Cuteman gefällt mir super gut, diese Spanier, ist 1987 nur mal so nebenbei gegründet worden in Albacete und da wird also sehr viel, fast das meiste wird eigentlich noch in Handarbeit gemacht. Ebenso bei Muela und bei Nieto. Da wird also auch sehr viel in Handarbeit noch gemacht. Traditionell auch die Griff und die Verarbeitung, die Schritte, die Materialien. Sicherlich wird da natürlich mit Schleifmaschinen und auch schon Laser hier und so weiter für die Beschriftung. Wird natürlich mit gearbeitet, aber trotz alledem ist das immer noch der Gedanke, der dahinter traditionell. Und also ich finde die Messer sehr schön. Die gibt es dann natürlich auch noch andere Messer, die sie da halt von den Herstellern haben, so mit Horn, also echten Hirschhorn oder Büffelhorn und so. Und ich finde, das sind immer solche Messer, die haben was einfach. Sicherlich gibt es schöne technische Messer, ja, so mit vielen Edelstahl drauf und weiß ich nicht was noch allem, aber solche Messer, die haben, guck mal eben, was habe ich denn hier mal? Achso, das ist glaube ich, das ist das Ruhige. Das ist auch ein schönes Messer, das habe ich eigentlich auch immer dabei, wegen der Verriegelung. Ist nur mal jetzt so, wenn man sich diese Messer mal so anguckt, da sind ja Welten zwischen. Ne? Nicht nur die Materialien, Verarbeitung ist auch bei diesem Ruike super, aber das eigentliche Aussehen, das Messer hier ist schmaler, da habe ich auch hier dementsprechend noch einen Hosenclip dran oder Gürtelclip. Die haben viele Vorteile, die Messer, aber nur so vom Traditionellen her, also wenn ich so eine Schweinshaxe zerpflücke irgendwie am Teller, dann ist zwar so ein Messer gut, ja, mag es schön sein, aber ich sag mal so, traditioneller ist auf jeden Fall dann so ein Messer, finde ich gut, oder halt in hier schon. Ja, dann komme ich nochmal kurz zu dem Schnitttest. Ich denke, ich habe jetzt soweit alles schon gesagt, was so die technischen Daten, Materialien, Härte und alles anbelangt. Das Messer Backlock. Ich mache es mal zu. Es schnappt zu. Es gibt nämlich da einige Messer, hatte ich schon jetzt gehabt, die habe ich dann wieder zurückgeschickt von, will ich gar nicht weiter darauf eingehen, aber wenn ich die zumache, dann konnte ich die praktisch bis hier machen und dann blieben die auch hängen und die sind sehr unwillig, sage ich mal, musste ich die noch zudrücken und die waren auch dann in der Tasche relativ leicht und wenn ich hier die ganz leicht aufmache, schnappt der auch wieder zu. So muss das sein. Und natürlich, klar, wenn ich es aufmache, ich habe hier überhaupt kein Spiel drin, weder radial, axial, noch in irgendeiner Form, in irgendeiner Richtung. Und das ist einfach klasse. Finde ich schön. Die Messingnieten zusammen mit dem Holz und rote Liner, ich finde, die machen wir her. Ja, dann kurz mal eben kurz die Schnittprobe, also Schnitt- und Schneidprobe. Und ja, wenn ich das so sehe, hier sind jetzt Haare drauf, sind jetzt meine Haare, ifui, aber ich sag mal, besser kann man gar nicht testen, ob ein Messer scharf ist oder stumpf ist oder wie auch immer. Klar kann man natürlich Papier, aber Papier, wisst ihr ja, Papier ist ja immer irgendwas drin, um feuchtigkeitsresistenter zu sein, an irgendwelchen Gesteinsmehlen und so. Deswegen ist eigentlich so ein Schnitttest am Papier nicht unbedingt das Ideale. Aber wir machen es trotzdem. Und hier, wenn ich jetzt mal so anschneide, ich habe jetzt hier nur hinten, ganz hinten das Messer und lasse es einfach jetzt
nur fallen. Also da könnte sich ein die Tage vorgestelltes Messer von einem bekannten österreichischen Hersteller könnte sich da wirklich, macht Spaß, oder? Guck mal, ich habe nur hier hinten dran, ich führe es eigentlich nur und schon ist geschnitten und das von super sauber, nicht gerissen. Also ich muss sagen, klasse, das Messer. Und das wird auch garantiert das ein oder andere Mal bestimmt bei mir in der Tasche zu finden sein. Alles mit der Hand geschliffen. Hier sind so Kleinigkeiten, wenn man hier mal so guckt. Ich weiß jetzt immer nicht so, ob man das hinterher so sieht. Hier ist, das hier vorne ist ganz rund abgeschliffen. Und hier ist noch wie so ein kleiner Ansatz zu sehen. Hier so. Da ist noch so ein Ansatz, wie so eine kleine Kante zu sehen. Und ja, auf der einen Seite sagt man, ja, nö, ist unsauber verarbeitet. Ich gucke mir den Preis an und sage, ey, was willst du? Aber das sind immer solche Dinge, wo man sieht, es ist wirklich in Handarbeit gemacht worden. Das sind nicht irgendwelche Maschinen und irgendwo in China oder sonst irgendwo. Die haben ja teilweise auch riesengroße Spaltmaße drin. Da sind auch so Wurfpassungen. Hier ist alles super, wirklich klasse verarbeitet. Rundrum alles geschliffen, da sieht man, da sind noch Leute mit Liebe bei der Arbeit, die das Ding dann über den Schleifbock ziehen und gucken, ja, ist noch nicht, nochmal drüber, ja, jetzt ist gut, jetzt bin ich zufrieden, keine Schleifspuren drauf, also die wissen wirklich, was zu tun und für den Preis von, in dieser Version jetzt ohne Ledertasche, knapp, also für 60 Euro, finde ich total klasse. So eine Ledertasche selber, ich habe ja noch einige andere, da passt das ja auch rein, ist okay, brauchte ich jetzt nicht, mir ging es um das Messer, nicht nur, weil ich das haben wollte oder nicht nur, weil ich euch das vorstellen wollte, sondern auch, weil ich das haben wollte. Ich sage das jetzt mal so rum. Ja, und ja, dann sind wir eigentlich schon soweit durch. Ich werde euch noch mal so ein bisschen was beschnitzen. Das ist hier Walnussholz auch, passt jetzt. Also wenn ich das mit relativ wenig Druck hier drauf ziehe, gut, das ist jetzt nur die Rinde, klar, aber das ist Holz, das ist Holz, das ist Holz, das ist Holz. Und auch natürlich, jetzt habe ich genug gegrunzt und geschrien. Aber trotzdem, schaut es euch an, wirklich klasse. Also, es macht Spaß. Mit dem Messer zur Arbeit macht einfach Spaß. Und wenn ich so das eine Messer mal gesehen hatte, Moment, ich hole mal eben mein Brettchen. So, dann zeige ich euch noch mal ganz kurz, was ich auch damals, jetzt vor ein paar Tagen halt, damit meinte, wenn ich schneide, brauche ich nicht so anzusetzen, sondern ich kann wirklich so ansetzen und kann hier so kleine, winzige Minispänchen abziehen. Also, das macht einfach, das macht Spaß. Ist einfach ein schönes Messer. Da ist kein Schnicki-Schnacki dran. Das ist ein Messer zum Gebrauchen für die Dinge des täglichen Lebens. Von Brot schneiden, schnippeln, schmieren, Faden abzuziehen, Pakete aufzumachen, irgendwelche anderen Dinge aufzuschlitzen, aufzumachen, so Kartons und so weiter. Also kann man wirklich nicht meckern. Jetzt schauen wir mal nur so, ob das dann auch wirklich gut, hier ebenfalls wieder Haare, Ibafui, aber es geht um den Stahl, ob der jetzt nach zwei, dreimal Schleifen vorne so dermaßen scharfkantig ist und richtig schön scharf, aber nach einmal zwei, dreimal Holzschnitzen vorne schon geknickt ist, kaputt ist oder sonst irgendwas, ist er nicht. Also der 96er Stahl
Der Böker, der ist auch wirklich gut verarbeitet worden, Anlassen, Härten und so weiter, dass da wirklich ein guter, brauchbarer Stahl da rumgekommen ist. Batonieren möchte ich hiermit eigentlich nicht, weil dafür ist so ein Messer nicht da. Das wäre der Notfall der Notfälle. Aber wenn ich einen totalen Notfall habe und müsste hiermit Holz spalten, dann würde ich wohl eher denken, ich spalte das Holz an und haue dann jemanden einen Hartholzkeil oder einen anderen Holzkeil oder einen Stein, den haue ich lieber da rein, um das Holz zu spalten, als wenn ich das mit meinem vielleicht letzten Messer machen würde. Ja, ja, ich zeige euch nochmal das Messerchen. Da kommen natürlich noch ein paar Nahaufnahmen rein. Aber alles in allem kann man wirklich nur sagen, das Messer ist klasse und für den Preis von 60 Euro. Es gibt welche, die sind billiger. 60 Euro, was habe ich denn jetzt nochmal gehabt für das Messer? Ich will jetzt nicht weiter erzählen, aber das Messer, was ich letztens vorgestellt hatte, das zum Schluss, was aus Österreich kam, lag da auch bei 60 Euro. Ne? Ja, also da liegen Welten zwischen. Klasse Messer, auch die 9,5 cm Klingenlänge. Absolut praktikabel, 42A konform kann ich dabei tragen und also jederzeit in der Tasche halten. Und dadurch, dass das auch so schön aus Holz und so schön alles rund ist, macht es mir auch nicht die Tasche kaputt, wie so manche eckige Vertreter. Ich sag mal, jetzt so ein Ruike Messer, dieses hier ist schon relativ eckig und auch eine ganze Ecke schwerer. Und wenn ich das nicht im Taschenclip hätte, dann hätte das bestimmt irgendwann meine Tasche von ihnen kaputt gemacht. Und dann, ne? Ja, ist jetzt nur so als Vergleich. Gewicht sind insgesamt 120 Gramm für das Messer, so wie es hier liegt oder steht, hält und klack, wunderbar. Also auch hinten der Liner Lock, Backlock, der Backlock, der ist super, klack, hält und gut ist. Also schönes Arbeitsmesser. Wenn man sich oder anderen damit eine Freude machen möchte, ich denke, so ein Messer, absolut zeitlos, ist ein toller Hingucker, ob in der Vitrine oder in der Hand. Ja, okay, dann ich bedanke mich bei euch, beziehungsweise ihr könnt euch ja bedanken eigentlich. Wer bedankt sich denn jetzt? Keine Ahnung, egal. Die Outdoorer und Outdoorerinnen, genau. Leute, bleibt gesund, lasst mir ein Abo da und ja, freut euch auf die nächsten Videos und dann seid ihr auch immer am besten informiert, wenn ihr ein Abo habt. Kann also nicht schief gehen. Übrigens sind jetzt mittlerweile, naja, knapp, da fehlen noch so 60 oder so irgendwie Abonnenten. Aber bei 1500, und da denke ich schon, dass ich bei 1500 vielleicht nochmal eine kleine Verlosung mache. Nochmal einen kleinen Quiz, Verlosung oder sonst irgendwas. Da wird nämlich dann jetzt mal die griechische Sage abgefragt. Dann frage ich mal so, wer war denn, wo war denn und überhaupt. Ja, genau. Also, die Pandora, die Büchse der Pandora. Warum dann eigentlich die Büchse der Pandora, ist ja eigentlich dann nichts Positives. Aber vielleicht kommt es ja eigentlich dann daraus, dass man dachte, oder zumindest einige der Storys oder Interpretationen der griechischen Sage dachten, dass die Büchse aufgegangen ist und nur alles Schlechte rausgekommen ist und die kurz bevor die Hoffnung rauskam, wieder zugemacht wurde, dass die deswegen halt gesucht wurde, diese Büchse der Pandora von vielen Abenteurern. Vielleicht lag es auch daran, weil man ja auch noch nachsagte, gemäß Sage nicht, ich weiß nicht, wo das dann herkam, dass man sagte, dass man dadurch Unsterblichkeit, Reichtum, Ruhm und alle möglichen Dinge auch noch rausbekommt. Keine Ahnung, wo das herkommt. Soweit bin ich da nicht durchgestiegen. Ich wünsche euch was. Bleibt dran, bleibt gesund und genießt den Regen. Ne? Gab es überhaupt schon irgendwelche Ertrunkenen in diesem Wetter, in diesem Regen? Vielleicht schon. Ich wünsche euch was. Bleibt dran. Ciao.